Und damit geht's auch direkt weiter. So, alles ist erledigt. Jetzt hat man noch die Deep Storages. Und ich werde das so machen, dass ich die Deep Storage da oben hinpacke. Bei der Ender Chest. Dafür brauchen wir noch drei Filter. Zack. Und ein paar Item Pipes, die habe ich. So. So. Und so. Dann können wir nämlich das von hier aus machen. Das heißt, die Kiste kommt weg. Die denn. Ah, die hat schon mal einen Filter. Okay. Jetzt kriegt die aber 9. Können wir die von vorne rausziehen? Punkt denn da raus? Ach so, das ist ja nur der Kreislauf, falls was ist. Stimmt. Ach, die Kiste ist auch schon leer. Die hat auch den gleichen Filter, ja. Wäre ja so. Insert gefiltert. Wer ist als erstes drin? Alles klar. Gibt es da Blaubeeren als erstes? Okay. Dann brauche ich noch die. Die und die. Wäre im Endeffekt dann so, dass ich den auch filter. Den tue ich ja vorfiltern. So wie den auch vorfiltern. Das, wenn ich jetzt Insert mache, kommen nur noch die rein. Und wenn ich hier Insert mache, hallo, Dankeschön, kommen nur die rein. Das wegpacken. Oh mein Gott, dich will ich nicht. Die kann weg. Und die füllt sich jetzt jedes Mal im Kreis, bis sie dann irgendwann überfüllt ist. Dann doch hier rein muss. Jetzt hier rein. Da bleibt nichts mehr aus. Okay, müssen uns wegen unten buddeln. Machen das da ganz einfach. Extract. Extract always active. Und extract always active. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Jetzt brauchen wir das dann noch kommen hier. Insert und weg sind sie. Dann sind die auf jeden Fall weg und tschüss damit. So, der bekommt jetzt Priorität 1. Das heißt, er wird jetzt die voll laufen lassen. Hier, der bekommt auch Priorität 1. Ja, und die gehen jetzt alle locker rein, bis der irgendwas voll ist. Was aber dauert. Da ist noch eine Reservekiste offen. Jetzt haben wir hier noch eine Reservekiste. Die aber den Extract jetzt auch ausführt. Von hier aus, wir jetzt erstmal noch einen Speicher haben für die ganzen Beeren, damit das da hinten nicht überfüllt weiterläuft und das dann auch nochmal weiterlaufen kann, ja. Wie es hier schon ist. Ja, Problem Nummer 1 ist gelöst. Zweites Problem ist die Tanks. Wohin mit der Flüssigkeit? Haben wir durch. Wir müssten die abpumpen hier, ne? Das wäre dann die hier. In dem Fall. Also wir bräuchten noch ein. Wir bräuchten eigentlich so einen Tank, ne? Also, Tank habe ich ja schon. Er ist ja unten im Keller, das heißt, wir laufen mal eben hier durch.
Hi. Hallo, Mr. Zombie. Hallo, Mr. Creeper. Tschüss. Sie war ein sehr nettes Publikum. Aber das Publikum müssen wir gleich wieder ausräuchern, sonst haben wir gleich mehr von. Dann machen wir das mal so raus. Okay, da wäre der Tank. Der Tank könnte dann hier reingepumpt werden. Ich würde sagen, mit so einer orangenen Ding und dann nach Dwarbitches. Ich werde da vorne eine Treppe hinbauen, die sich mit Druckplatten auslösen lässt oder so. Ich weiß es noch nicht, oder mit einem Hebel. Da gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten. Also ich brauche jetzt erstmal einen Ender-Tank, also zwei Stück Ender. Tanke, ne, das ist glaube ich mit Leertaste. Ender-Tank. Brauchen wir eh nicht mal so viele. Eins, zwei. Das brauchen wir noch. Orange. Ja, Tanja. Mal davon. Dann haben wir einmal komplett orange für die Flüssigkeit, dann ist sie auch weg. Kann da hinten nicht mehr produziert werden und wir können hier ein bisschen mehr aufpumpen. Was relativ okay ist. Damit vielleicht nochmal ein zweiter Kessel starten kann. Aber das kommt alles noch, der Liquid Tank. Müssen wir noch so eine Energiebatterie aufbauen, die aufpumpt. Also sehr stark, also sehr hohe. Wie so ein Draconium am besten. Aber das müssen wir noch überlegen. Ich kann nicht dafür in die Ecke packen. Komm, du kleiner Urmel. Dankeschön. Ne, da komme ich nicht weiter. Ich glaube, da vorne ist auch. Ne, da ist ja noch ein Durchgang gewesen, stimmt. Da muss auch noch die Mauer zu. Alles klar. Soweit. Die haben wir. Für die grüne Flüssigkeit brauchen wir keinen extra Tank. Ich würde gerne den unten anschließen. Hier. Da wäre schon eine Pipe. Wenn wir den dahin machen. Also die Insert. Den Extract. Sollte eigentlich laufen. Eigentlich. Und eigentlich läuft er jetzt gar nicht voll. Das sehen wir gleich. Dass alles abgepumpt ist. Aber ich hasse das, wenn der Mann schon nicht fliegt. So. Er erfüllt sie aber. Ganz, ganz minimal, aber erfüllt sich. Okay. Und hier müsste so eine gleiche Steuerung wieder oben sein. Bist du da? Bist du da? Pump runter. Das muss aber dann mit Endgates laufen, weil ist das und das? Ja, dann mach es. Ist nur das? Nein. Dann mach erstmal nichts. Muss damit so zwei abwechselnden Tanks arbeiten, die sich gegenseitig auffüllen.
Okidoki. Kannst hier auch wieder zugemacht werden. Oder komplett zu, weil du pumpst jetzt fleißig ab. Bei. Gut, ich kann sagen. Ist ein Glowing Book, das ist eine War Mabel. Wartet mal so. Und falls das ist, hier ist doch irgendwo eine Fackel. Jetzt kommt jetzt noch eine rein. Machen wir oben zu. Das Problem ist gelöst, das Problem ist gelöst, das Problem ist gelöst. Das nächste Problem, die beiden, diese ziehen die ganzen hier. Der war. Stimmt. Das war noch mein Übeltäter hier. Der auch noch gemacht werden muss. Das heißt, da oben müssen auch noch gemacht werden. Ich mache jetzt aber erst da vorne das Loch zu. Und wir erstmal ein paar Baustellen abschließen. Und ich wollte ja eine Liste einblenden und die könnte ich eigentlich, wie gesagt, ich habe sie fertig. Und ich könnte eigentlich so Ziele immer abhacken und nur so laufen lassen. Jetzt muss ich mir das nur merken. Also wir haben Ziele erledigt, Kleinarbeiten sind das eigentlich nur so gewesen. Loch machen, da oben die Beeren, da die Tankausbauen, das ist richtig noch nicht. Also die größten Sachen sind so Liquid, eine größere Strombank nochmal. So etwas größer, was auch ein bisschen länger dauert. Die Minecarts, die Bienen.